Endlich! Der erste Fisch aus Österreich. Juhu! Leute, der absolute Wahnsinn. Wir waren gerade beim Frühstücken. Die ganz linke Rute auf einen einzelnen 20 mm saure Bienenbeule. Drei Piepser von sich gegeben. Ich bin ans Bot runtergegangen, habe geschaut. Zwinger ist langsam hoch, Spitze hat gewackelt, habe mir gedacht, oh okay, vielleicht eine Praxe. Bin ich rausgefahren. Ihr habt es mit der Drohne gerade gesehen. Ich dachte schon, da hängt nichts mehr drauf. Und dann vielleicht 3 Meter unter der Ruten, bum bum bum, habe ich den Fisch gespürt. Es war kein großer, aber das ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Der erste Schubi aus dem Ossiacher See. Richtig geil, mein erster Österreicher. Ja. Lang genug haben wir drauf gewartet. Mega. David, was war los? Ich bin mir relativ sicher, dass irgendwie ein Wels oder so die Brasse geschnappt hat, die dran hing, weil die war ziemlich zerrupft. Echt? Ja. Und die hat auch Schuppen und so waren weg und die war so richtig zerfetzt. Okay. Also. Meint ihr, deswegen die Rute so marschiert ist? Fehlalarm. Ja, ich glaube nicht, dass die. Die hast du ja gesehen, die war ja so groß. So, ich glaube nicht, dass die so ein, was ist das, 200 Gramm Blei durch die Gegend zieht. Ja, krass. Ja. Naja, sagt mir nix. Weiter geht's. Machst du nix? Ich habe jetzt mal das Rig wieder mitgebracht, weil der Schnapper ist so ziemlich in den Köder gezogen. Okay. Ich glaube, da müssen wir nochmal neu montieren. Ah, und der Tube fehlt auch, glaube ich, von dir. Ja, den werden wir komplett austauschen. Hätte ich nicht gedacht. Tja. Wo kann man jetzt hier die Farbe verändern, Philipp? Was muss ich denn machen? Hier, auf den? Ja. Es gibt aber zwei. Ja, was einfach mal draufdrücken. Orange, lila, lila brauchen wir. So Freunde, nachdem der David hier mit seinen Hängern von der Firma Kara rumhantiert, oh, ich hoffe die Firma Kara nimmt mir jetzt nicht übel, habe ich mir gedacht, Mensch, ich muss dem David jetzt meine Ersatzhänger von Poseidon natürlich mit unserem Logo versehen, mal geben. Die kriegt er jetzt von mir einfach und die tauscht er jetzt aus. Richtig geil. Erklär mal, damit fängt er heute Nacht den Deckel. Wie ist das Prinzip? Du hast hier oben so einen Stift, ne? Ja, das ist im Endeffekt dieses Kletteraffensystem von ganz früher. Also denkt ihr drin und sobald Druck drauf kommt, zieht es den Stift nach hinten und dann gibt es die Schnur frei, ne? Genau. Sehr schön. Der Hänger ist von Poseidon. Das ist und ich habe die Jungs mal gefragt, wie es ausschaut, ob wir die Hänger nicht mit unserem Logo bekommen könnten, weil die Dinger einfach so affengeil sind. Ich fische die Dinger selbst schon seit 2-3 Jahren. Und Beta-Slot, oder? Genau, Beta-Light-Slot. Und nur extra Zusatzgewicht. Die Kette ist auf jeden Fall richtig massiv, das merkt man schon. Sehr hochwertig. Und die schraubt der David jetzt an seine Roten. Jawohl. Ich muss gerade mal gucken, wo rot war und wo das andere war. Hier ist rot, sehr gut. Versenkt den Bissanzeiger bitte nicht. Ne, den brauchen wir noch. Hoffentlich. Einen hast du noch dabei, oder? Ja. Du alter Frankreich-Fahrer. Du siehst aber vom Nachtangelverbot siehst du auch immer, wie die Bissanzeiger aussehen. So, ganz Zeug. Jawohl. Sexy! Approved, würde ich sagen. Darauf kannst du ja jetzt nur noch beißen. Bevor die Fische was zu beißen kriegen,
beißen wir erstmal was. So sieht's aus. Und dann geht's in die vorletzte Nacht. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe euch etwas mitgebracht. Geil. Einen dicken Schuppmann. Ein langer Schuppi. Ja, der letzte Morgen, beziehungsweise der vorletzte Morgen. Morgen früh backen wir ein. Saure Biene, 24 mm, hat wieder zugeschlagen. Jetzt fehlt nur noch der David. Gestern hing leider nur eine Brasse drauf. Vermutlich mit einem Baller. Und jetzt wieder ein schöner Schuppi. Schaut ihn euch an, richtig geil. Ein Ossiacher Original. Mega. Und das Mitte November auf 10,50 Meter Wassertiefe. Bin mega happy. Wir stärken uns jetzt noch mit einer kleinen Räubermahlzeit. Alle Lebensmittel, die wir haben, werden irgendwie zusammengeschüttet, angebraten, aufgekocht. Letzte Nacht. Wir hoffen, dass wir noch einen fangen. Wir hoffen, dass unsere Gasflasche heute noch durchhält, dass wir etwas gewärmt dann zum Fisch rausgehen können. Und wenn nicht, dann halt nicht, dann drillen wir uns warm. Auf alle Fälle, wir lassen uns jetzt unser Räuberessen gut schmecken und hoffen, dass wir euch noch später den einen oder anderen Fisch präsentieren können. Und David, wie schmeckt das Räuberessen? Richtig geil. Reste essen ist immer das Beste, was es gibt. Letzten Tag habe ich Philipp immer versorgt, da gab es Pizza, da gab es Burger, was gab es noch? Alles Mögliche. Rühreier natürlich morgen schön mit Bacon, Toast und heute machen wir hier schön. Nürnberger mit Cashspätzle, geil. Und das allerlei. Naja, da können wir jetzt quasi gestärkt in die Nacht gehen. Glühwein fehlt noch. Den können wir uns danach noch. Den können wir uns danach noch, jawohl. Wärm von innen. So ist es. Also, wir sehen uns hoffentlich morgen früh. Nimm eine. Die letzten drei Tage der Fische gesehen und jetzt haben wir sie endlich. Ich hab den Tod. Bis gleich. Ich bin offiziell fertig. Warum? Fisch ist abgerissen. Quatsch. Doch. Echt? Ja. Hängt in irgendeiner alten Boje drin, die da im Wasser war. Und dann ist es abgerissen. Scheiße. Ich flippe echt aus, Alter. Steckt man sich eine Woche um die Ohren und dann passiert sowas in der letzten Nacht. Ah. Keine Worte.
keine Worte. An der Schlagschnur oder was? Ja, ganz vorne am Knoten. Ich habe gespürt, wie sie sich mal mitbewegt. Und dann zack, habe ich versucht mit der Hut ins Wasser, aber war nichts mehr. Ah, Scheiße. Was ein Drecksee, Alter. Hier brauchst du mich nicht mal einladen, Philipp. Hier bin ich fertig, ey. Ach komm. Was eine Scheiße, ey. Aber David, der ist richtig gelaufen. Der ist danke. Richtig gelaufen. Hilft uns jetzt alles nichts. Hilft uns alles nichts. Ich halt nur im Boot. Ja, perfekt. David, viel Glück. Meinst du? So. Ah, letzte Nacht. Beißen sie. David, wir müssen verlängern. Wir müssen noch eine Woche bleiben. Oh je. Jetzt beißen sie die Kameraden. So Jungs und Mädels, da ist er, mein erster Österreicher. Und ich kann euch beruhigen, sie sehen genauso aus wie in Deutschland. Langes Kraftpaket. Ich hatte Stunde davor noch einen Fisch verloren in der alten Boje. Und dann ist der hier rausgelaufen. Richtig schönes Kraftpaket, ey. Hammer. Was für ein Morgen. Drei Läufe bei mir. Philipp hat auch noch einen gehabt, einen richtig geilen Fisch. Wahnsinn. Und der zweite kleine Fisch von heute Morgen, das ist mein Wildkarpfen, ey, komplett schlank, ultra power da gehabt. Hat gebissen auf einen Feedgrade Fish Hookbait mit einem Fluorlight Pop-Up drauf in Orange. Ja, war eigentlich für seinen großen Bruder bestimmt, aber egal. Wir bescheren uns nicht. Auch bei den kleinen Wilden hier. Süß, darf er wieder rein. Ja Leute, hier ist der dickste Fisch unserer Tour von heute Morgen. Ich glaube es war 4:30, es war noch dunkel. Wir haben jetzt nur noch die Ruten am Start. Wir lichten jetzt den Fisch ab und dann geht es ab nach Hause. Der größte Fisch hat auf einen 24 mm Highlight Hookbait, der Baitmaster, gebissen. On top ein kleiner Fluorlight Pop-Up in Weiß. Hat den dicksten Fisch der Tour gebracht. Bin mega happy. Schaut euch dieses urige Teil an. Mega Fisch. Ich will trotzdem, ob ich schnell ins Boot springen soll. Der Einpackfisch. Der berühmte Einpackfisch.
Jungs und Mädels, der absolute Hammer. Das ist jetzt wirklich der allerletzte Fisch. Wir haben gerade unsere Ruten reingedreht. Und da hing tatsächlich noch so ein Bomber dran. Saure Biene, 24 mm. Schaut ihn euch an. Da hing einfach dieser Fisch dran. Wahnsinn, geil. Ich denke, David, so können wir jetzt mit einem fetten Grinsen nach Hause fahren später. Mega. Leute, wir sind jetzt leider am Ende unserer Tour angelangt. Es ist alles im Auto. Wir brechen jetzt auf den Antritt in die Heimreise, in die wohlverdiente Dusche. Wir sind klatschnass. Wir haben ja jetzt noch den Einbackfisch gefangen. Ihr habt es gesehen. Auf jeden Fall, da würde ich denken, das war auf jeden Fall ein echt cooler Trip. Für das, dass wir doch schon Mitte November haben. Es ist echt kalt. Ja. Ich muss ehrlicherweise gestehen, ich hätte nicht mit einem Fisch gerechnet, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben ja auch schon die Diskussion geführt die Woche, weil wir ja doch schon das ein oder andere Material gefilmt haben. Wenn wir nichts fangen, haben wir uns dazu entschieden, dass wir trotzdem das Video veröffentlichen. Muss man ja auch mal zeigen, wenn man nichts fängt. Aber wir haben uns angestrengt, wir haben Gas gegeben. Die Fische haben jetzt effektiv angefangen zu beißen, David, vorgestern am Freitag, ne? Ja. Genau, also die Bedingungen eigentlich mal schlechter wurden, Hochdruck, kein Wind, ja. Da ging es auf einmal los. Schade, dass es jetzt, wo man irgendwie das Gefühl hat, man hat die Fische gefunden oder die Zugroute gefunden, schon vorbei ist, aber das gehört dazu. Also Bait hätten wir noch gehabt, wir hätten noch ein paar Tage fertig. Wir hätten auf jeden Fall noch ein paar Tage bleiben können, das stimmt. Ja. Also gut, in diesem Sinne, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da, abonniert unseren Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wir blenden euch noch unten in der Videobeschreibung ein, wo wir waren, falls der ein oder andere da auch mal Interesse hat, so einen Trip zu starten. Unterm Strich, es hat sich gelohnt, kann man ruhigen Gewissens weiterempfehlen. Wir sind raus, wir fahren jetzt nach Hause, bis bald und ciao.